Guten Morgen, es ist 7.30 Uhr. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich habe eine Stunde gebraucht, richtig lange, weil ich jetzt gleich einen Dreh habe. Heute wird ein sehr voller Tag. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen beeilen mit dem Frühstücken, um ehrlich zu sein. Deswegen esse ich einfach Müsli. Obwohl, das esse ich so oder so jeden Tag, weil ich keinen Bock habe auf Frühstück machen. Und dann melde ich mich gleich wieder. Ich stehe jetzt hier vor der Rossmann-Filiale. Ich glaube, das ist mit Abstand die schönste Filiale, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich kenne keinen schöneren Rossmann als hier in der Wilmersdorfer Straße. Ich habe übrigens mein Handy, meine Vlogkamera vergessen und vlogge jetzt mit meinem Handy. Ich war heute Morgen so im Stress und so in Eile, ich wollte nichts vergessen. Dann habe ich meine Vlogkamera vergessen. Ich warte jetzt auf Julian und der filmt nämlich heute für mich. Und dann bin ich schon sehr gespannt. Ich hoffe, ich finde den Aufsteller gleich. So, wir sind schon fast durch mit dem Drehen. Das ist wirklich mit Abstand meine Lieblingsfiale in ganz Berlin. Weil es erstens zwei Stockwerke hat, dieses Rossmann. Und ta-ta-ta-ta, da bin ich. So sieht mein Aufsteller aus. Und alle, die sich wundern, was in meinen Haaren ist, das ist eine Schleife. Und das ist der Weht. Das ist der Wild Sensitive Precision Beauty Style einer Sommer Edition. Da gibt es auch einen Turnbeutel dazu. Und ja, das ist mein Einkaufskorb. So, wir haben fertig gedreht. Momentan ist noch ein Elektriker da und macht ein bisschen paar Reparaturen in der Wohnung, im Wohnzimmer. Und ich räume derweil auf. Ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich immer nur am Aufräumen. Ich könnte das theoretisch vollzeitmäßig machen. Ich könnte wirklich vollzeitmäßig aufräumen. Ja, ich räume auf, bereite meinen Videohintergrund vor, weil ich jetzt gleich noch ein paar Szenen drehe. Und ja, mache ein bisschen, während ich sowieso nichts drehen kann, ein bisschen Klarschiff hier. So, der Elektriker ist immer noch da, deswegen werde ich jetzt den Kühlschrank komplett ausräumen und sauber machen, weil Mai so ein paar Sachen gespillt hat gerade. Ja, das ist jetzt mein Plan. Es sind gerade eine Menge Amazon-Pakete gekommen, um genau zu sein, 5 Stück. Ich habe keine Ahnung, was ich mir bestellt habe. Robbie ist wieder am Laufen. Ich packe es einfach mal aus. Vielleicht bin ich danach schlauer. Ah ja, ich verstehe. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Bügel mir wieder zugelegt. Das sind die, die so ultra dünn sind und rutschfest sind. Dann habe ich mir so einen Bilderrahmen geholt. Ich verlinke euch die Sachen auch gerne alle in der Infobox. Mega, mega schön. Dann für meine Stinkekatzen Reiniger, so ein Enzymreiniger auf biologischer Basis. Dann für den Katzenbrunnen, der bald ankommen wird, so ein Schlauchreiniger und so ein Shower, so ein Caddy für die Spüle. Und das kann man so in die Spüle reinhängen und dann kann man da seine Utensilien reinpacken. Das werde ich mir machen. Oh, look at this, it's so beautiful. Das kommt doch direkt hier rauf. Ich habe gar keinen Platz mehr. Ah, ich stelle mal den hässlichen hier weg. Und dafür stelle ich den hier hin. Das Einhorn sieht irgendwie auch nicht so cool aus. Das packe ich auch weg. So. Das musst du doch jetzt hübsch aussehen. So, fast fertig gedreht. Also auf jeden Fall habe ich den Redeteil fertig gedreht. Ich mache jetzt mein Mikrofon aus. Ich habe tatsächlich ein Mikrofon, auch wenn sich die meisten über meine Tonqualität beschweren. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe wirklich gar keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht muss ich auch mal irgendwie mal einen Profi ranlassen, der wirklich alles komplett von vorne bis hinten für mich einstellt. So alles einstellt. Weil ich bin wirklich am Verzweifeln. Ich weiß nicht mehr weiter mit mir. So, hier ist meine Kamera und Stativ. Also ich stelle mich jetzt an meinem Schminktisch auf, weil hier drehe ich jetzt noch die Schmink-Close-Ups, weil die Produkte, die ich gekauft habe heute im Rossmann, die möchte ich euch nochmal im Close-Up demonstrieren. Oh mein Gott, guck mal, wie süß das hier bitte ist. Das muss ich mal zeigen. Guck mal. Ich habe das Foto von dir gemacht. Was ist das? Julian, das gemacht. Guck mal, wie süß. Was ist das denn? Ach, ein Einhorn. Achso, was es wirklich ist. Ein Waschhandschuh. Voll süß, ja, oder? Ich sehe schon, wie er schwarz wird. Mann, so ein richtiger Pessimist ist sie. Ich gehe einfach jetzt mal los zum Friseur. Und hoffe, dass ich das irgendwie überlebe. Bye.
da bin ich wieder. Meine Haare sehen endlich wieder ein bisschen gesünder aus unten, nachdem die ganzen kaputten Spitzen ab sind. Und ich habe gerade Post bekommen mit ganz, ganz vielen Rechnungen für meinen Steuerberater. Danach habe ich mich bei Ivy und Mello ausgeheult. Das mache ich immer. Stimmt's, Mello? Rechnungen über Rechnungen. Nur Rechnungen den ganzen Tag. Siehst du selbst, Mello, wenn nichts damit zu tun haben? Boah. Willkommen in der Welt des Erwachsenenlebens. Jeder rennt von mir weg. Was ist los mit denen? Jetzt hätte ich so, als wäre ich so ein Monster. Mal kocht gerade. Hoffe auch für mich. So, ich werde jetzt ganz, ganz lange bis in die Nacht Video schneiden. Und es ist gerade mal 20.26 Uhr. Also, es ist noch nicht viel Zeit vergangen. Noch habe ich nicht viel gearbeitet, aber ich habe kaum mein BH ausgezogen, deswegen habe ich gerade so komisch geguckt. Ich gönne mir schon mal so ein Sandwich-Eis. Das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, von Edeka oder so. Nee, von Rewe. Und das werde ich jetzt essen, solange ich mein Video schneide, weil ich habe nicht ordentlich, ich habe weder ordentlich Mittag noch ordentlich Abend gegessen. Das ist, mal hat zwar was gekocht, aber es war sehr, sehr wenig. Ich habe immer noch Hunger. Sehr, sehr langer Tag und es ist auch schon sehr spät und ich mache jetzt mal mein Fenster auf, geschlafen. Ich habe gerade eben zwei Mücken entdeckt und erledigt und jetzt bin ich aber auch erledigt und gehe schlafen. Diese Mücken haben mich nochmal 20 Minuten aufgehalten. Ja, Alexa, mach das Licht im Schlafzimmer aus. Okay. Gute Nacht.